Ja, willkommen hier zurück bei Octoverse Traveler. Ich habe da noch so eine kleine Idee. Da ist so eine Truhe. Stärkejuwel. Können wir das vielleicht mal ausrüsten? Ausrüstung. Gucken wir mal. So. Ich habe keine Ahnung, was das uns bringt. Aber ich will nochmal zurück in den, jetzt hab ich bei mir gesagt, Laden gehen. Doch, in den Laden, stimmt. Nochmal zurück in die Stadt, gucken, ob wir vielleicht dort, was ist denn das? Ein Kaktus? Gucken wir mal, was das macht. Und die sind gegen sowas, anfällig, das ist sogar noch besser. Stufe 2, komm, hier nochmal ein bisschen Flapsch. Gut, wir haben dafür keine Erfahrung gekriegt, was ich auch irgendwie seltsam finde. Nun gut, was ich eigentlich sagen wollte ist... Da ist kein Geheimgang. Zurück in den Laden. In die Stadt, in den Laden besuchen. Und mit Glück nochmal ein bisschen Sachen einkaufen. So, hier muss es doch irgendwo einen Shop geben. Da ist ein Händler. Kaufen. Da ist es doch. So viel, wie das Geld reicht. Kaufen. Davon können wir uns auch keine mehr leisten. Da können wir irgendwas verkaufen. Nein. Nun gut. Speichern wir mal kurz hier. Nintendo Switch wird gespeichert. Danke. Dann gehen wir jetzt wieder den ganzen Weg zurück und geben den Typen nochmal ordentlich eins auf die Mütze. Na los, lauf, kleines Mädchen. Du kennst doch den Weg. Wir haben hier schon alles erkundet. Es gibt keine Geheimnisse mehr in diesem... Nur noch dieser endlos lange Weg. Wo wir auf dem letzten Meter doch noch einen Gegner treffen. Fertigkeit Nachtmode Stufe 2 Feuer. Und nochmal dasselbe. Ta-da-da-da-da-da. Und ein Level Up. Bestens. Hm, vielleicht sollten wir doch nochmal vorher speichern gehen. Well met. Ja. Danke. Gut. Wieder voll geheilt. Und dann schnell raus ins Licht. Wir wissen ja, was jetzt passiert. Die arme Yu wird von dem bösen, bösen Helgenisch, Hellenisch geboxt. Ich spring mal wieder vor. Ne. Ihr kennt das ja nicht anders. Leider gibt es ja diese Überspringfunktion noch nicht in dem, in der Demo. Yusufa. Also die Namen haben die Entwickler wirklich echt Glanzleistung geleistet. Ich frage mich sowieso immer, wie die ganzen Autoren auf solche Namen kommen. Na komm schon, kleines Mädchen. Ja, wir sind... Na los, komm schon. Gib mir Kraft. Bist hier nicht Sailor Moon. Also, los geht's. Ja, ihre letzte Vorstellung. Lala, abracadabra. So, Stimmungsschwankung. Los geht's. Wir wollen kämpfen. Wir wollen endlich diesem Dreckschwein aufs Gesicht geben. Oh, komm jetzt, gib Gas, Mädchen. Ja. Na los, mach hin. Oh, los geht's.
Wir wollen kämpfen. So, los geht's. Jetzt kriegt er endlich aufs Maul. Kriegt endlich das, was er verdient hat. Fertigkeiten. Bei allen Feinden. Auf einen Gegner. Stufe 2. Diesmal sind wir ein bisschen besser vorbereitet. Stufe 2 und Platsch. Unterdrückungsschatten. So, nimm das. Dann können wir jetzt ein Pflaumchen essen. Objekt. Ach nee, eine Traube, Entschuldigung. So, dann kriegst du einen Vierer-Booster. Haben wir vielleicht irgendwie sogar eine Fähigkeit? Deine Schwäche sind Durchangriffe, ja. Na komm, wir versuchen es einfach mal. Gönnen uns das mal. Machen wir das komplett weg. Nee, wir wollten. Genau, so ein doppeltes Teil machen. Wir müssen nochmal eins machen. Ist aber genommen. Und kriegt einen Stufen. Läuft doch, würde ich mal so sagen, so mehr oder weniger. Boah, da hat er einer verfehlt. Okay, jetzt müssen wir wieder so eine Traube essen. Yummy Traube. Boah, ist der nervig. Aber dafür hat er jetzt wieder Kopfschmerzen. Hey, viel kann er ja nicht mehr aushalten jetzt, oder? Also eigentlich, meiner Meinung nach. Aber sagen wir es mal so, er kriegt das, was er verdient. Und auf die Mütze. Bam. Boah, das ist voll knapp. So, erstmal wieder ein Teiltraube. Zwei erreicht. So, jetzt haben wir wieder einen. Können wir in dieser Runde nämlich eine Dreierfähigkeit mal auf ihn hauen. Vom Mondlichtwalzer. Und da ist er weg. Ich glaube mal, fast zwei Level Aufstieg. Na, dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Primrose.
Primrose. Won't you dance one last dance for me? So ein hinterhältiges Schwein. Hat aber bekommen, was er verdient hat. Like the dancer yourself in the end. Dreh die Nummer, komm schon. Mein Gott, was für schlechte Abschlussworte. Können wir wieder selbst steuern? Nein, natürlich nicht. Yusufa. Ah. Hier ist so ein Mitleid zerflossener Charakter. Und so beginnt ihre Reise. Die Tänzerin Primrose bricht auf. Vom wandernden Sand bis hin zum wirbelnden Schnee setzt ihre Suche nach Vergeltung fort gegen drei üble Krähen. Toll. Wohin dieser Tanz führen wird, kann niemand sagen, denn wir sind am Ende der Demo. Ja, und wenn euch die Demo von Octopath Traveler gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da oder ein Abo und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das bisher fandet. Es würde mich brennend interessieren, ob ihr auch gerne das Spiel spielen würdet oder nicht. Ob ihr auch schon darauf wartet und was ihr davon denkt. Auf jeden Fall sehen wir uns dann schon beim nächsten Part von, ich denke mal, Splatoon wieder. Bis denn.